Dieser Mann hat ein todsicheres Geschäftsmodell. Er verdient an den Verlusten anderer. Am Online-Glücksspiel. Wir spielen mit echtem Geld. Wir machen über 1 Million Euro Umsatz im Jahr. Und davon sind so ein guter 5-stelliger Betrag im Monat Gewinn. Nennen wir ihn Karl. Er möchte anonym bleiben. Karl streamt täglich auf YouTube und Twitch, wie er zockt. So wie er machen es Dutzende andere Streamer und bekannte Influencer. Bleib stehen, wenn kein Gewinn damit kommt, ne? Ein gutes Geschäft, mit dem Online-Casinos weltweit rund 40 Milliarden Dollar umsetzen. Das Geld kommt von Menschen auf der Suche nach dem großen Gewinn, wie Sascha. Ich habe im Online-Glücksspiel ca. 180.000 Euro verloren. Ein Vermögen. Dabei ist grenzenloses Online-Glücksspiel in Deutschland bislang noch verboten. Saschas Verluste und Karls Gewinne, eigentlich dürfte es sie nicht geben. Gibt es aber. Hier auf YouTube, auf Twitch. Warum? Das wollen wir in diesem Film herausfinden. Die Antwort auf diese Frage führt von Sascha und Karl über Knossi und seine Promi-Freunde bis nach Malta. Ihr hängt das! Ihr habt keine Ahnung vom Geld! Yeah! Das ist Jens Knossalla, aka Knossi. Er ist mit über 1 Million Followern der erfolgreichste Casino-Streamer Deutschlands. Täglich schauen ihm Tausende dabei zu, wie er live in Online-Casinos um Geld spielt. Da sollte er vielleicht besser aufpassen, was er da publikumswirksam inszeniert, nicht, dass der ein oder andere Staatsanwalt mir zuschaut. Das Strafgesetzbuch verbietet auch unter Strafe die Teilnahme an illegalen Glücksspielen. Knossi streamt es trotzdem und kommt damit gut an. Deutsche Promis zeigen sich gerne mit ihm. Wie würdest du jetzt Freunden zum Beispiel erklären, die jetzt mit Twitch nichts zu tun haben? Wie würdest du denen erklären, was der so beruflich macht? Der ist ein Streamer. Ein klassischer. Streamer wie Knossi sind die InfluencerInnen der Online-Casinos. Werbeikonen des Zockens. Später wird ein Streamer uns erklären, wie das Geschäftsmodell funktioniert, das ihn reich macht. Warum überhaupt schauen so viele einem Streamer dabei zu, wie er sein Geld in Online-Casinos auf den Kopf haut? Sascha hat genau das über Jahre gemacht. Seine Glücksspielkarriere beginnt mit einem 2-Euro-Stück an einem Spielautomaten. Als er auch online zu spielen beginnt, geht es schnell bergab. Ich habe im Online-Glücksspiel ca. 180.000 Euro verloren. Das geht relativ schnell. Im Online-Casino hast du keine Limits. Im Online-Casino kannst du setzen, was du willst. Online-Glücksspiel ist in Deutschland eigentlich verboten. Sascha dürfte sein Geld gar nicht verloren haben. Aber die Lage ist komplizierter. Online-Glücksspiel ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Das sieht der geltende Glücksspielstaatsvertrag so eindeutig vor. Eine Ausnahme gibt es allerdings und die betrifft Schleswig-Holstein. Ein irrwitziges Regelwerk. In 15 von 16 Bundesländern sind Online-Casinos bislang nicht zugelassen. In Schleswig-Holstein können sie Lizenzen erwerben. Aber nur für NutzerInnen in Schleswig-Holstein. Sascha aber lebt in Rheinland-Pfalz. Aber klar, Casinos im Internet halten sich nicht an deutsche Ländergrenzen. Das Verbot läuft ins Leere. Deswegen haben sich die Länder in einem Gesetz nun auf neue Regeln geeinigt. Online-Casinos sollen 2021 legalisiert werden, in allen Bundesländern. Eine gute Idee? Nein. Sagt zumindest Ilona Füchtenschnieder. Sie arbeitet täglich mit Spielsüchtigen, ist Suchtbeauftragte in Nordrhein-Westfalen. Inhaltlich kritisieren wir an dem Gesetz den ganzen Spirit, den das Gesetz quasi hat. Der Spielerschutz und der Schutz der Bevölkerung steht nicht an erster Stelle. Also es soll vergessen werden, dass Glücksspiel ein demeritorisches Gut ist. Ein Gut, das Schäden verursacht für die Gesellschaft. Für jede Gesellschaft, in der es ist. Durch das Glücksspiel habe ich meine Freunde verloren, ich habe meine Familie verloren, ich hätte damals fast meine Wohnung verloren. Ich habe Geld verloren ohne Ende. Ich habe mein Selbstbewusstsein verloren. Ich habe eigentlich alles verloren, was man so als Mensch hat. Bis das Online-Glücksspiel 2021 legal ist, gilt eine Übergangsregel. Online-Glücksspiel bleibt illegal, wird aber nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Ein zweifelhaftes Vorgehen, sagt der Jurist. Ob das tatsächlich auch in Gerichtsverfahren dann so Bestand haben wird, da muss man ein großes Fragezeichen dahinter machen. Dass das Online-Glücksspiel illegal ist, wusste Sascha nicht. Dass seine Gewinnchancen niedrig sind, schon. Dass das Casino immer gewinnt, ist einem eigentlich klar. Man spielt trotzdem, weil man natürlich das System austricksen möchte. Man ist natürlich schlauer als das Casino. Du spielst immer weiter, weil du immer denkst, der nächste Gewinn kommt. Die Videos bei YouTube, Twitch etc. zeigen dir, dass es möglich ist zu gewinnen. Und du willst diesen Gewinn auch haben. Streamer wie Knossi machen es vor. Auf der Plattform Twitch streamen sie sich selbst beim Online-Glücksspiel mit angeblich hohem Einsatz und freuen sich lautstark, wenn sie gewinnen. Yes!
mit Real Money noch im Bonus rein, Baby! Auf YouTube und Twitch erreichen diese Videos Millionen Klicks und tausende Zuschauer. Was aber haben die Streamer davon, die Tag ein, Tag aus für andere ihr Glücksspiel streamen? Was verdienen sie daran? Wir wollen mit einem Streamer sprechen. Auf Twitch halten alle gerne ihr Gesicht in die Kamera, aber zu einem Interview ist kaum jemand bereit. Schließlich finden wir jemanden, der mit uns spricht, wenn auch anonym. Wir nennen ihn Karl. Sein Kanal hatte auf Twitch bis zu 70.000 Follower und war damit einer der größeren deutschen Zockerkanäle. Die Illegalität hat ihn nie abgeschreckt. Es gibt fast keine Urteile darüber, dass mal ein Casinospieler oder ein Casino verklagt worden ist aus Deutschland. Diese gesetzliche Grauzone ist mir bewusst, ja. Wir arbeiten auch bewusst damit, da wir erstens nichts Verbotenes machen und zweitens nichts Erlaubtes. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit widersprüchliche Urteile. In dieser Grauzone machen Casinos ihre Gewinne. Karl verlor mal viel Geld im Online-Casino. Er fragte sich, wer alles an ihm verdient habe und wechselte die Seiten, wurde selbst Streamer. Also es gibt vorrangig diese Vergütungsart, dass an den Verlusten der Spieler wird der Empfehler beteiligt. Das heißt, wenn jetzt ein Spieler kommt, er meldet sich über meinen Empfehlungslink an, spielt oder verliert 10 Euro, dann bekomme ich im Schnitt, je nach Deal, den ich eingegangen bin, zwischen 45% oder 50%. Wenn jemand längerfristig spielt, mehr Geld einzahlt und mehr Geld verliert, verdiene ich natürlich mehr. Klar, definitiv. Das ist ganz normale Milchmädchenrechnung. Offenbar geht es dem Streamer gar nicht um eigene Gewinne. Seine Verluste im Casino sind einkalkuliert. Das Geld verdient er nicht im Casino, sondern mit seiner Community, die er zum Spielen verführt, mit Provisionen. Den größten Gewinn macht er mit Leuten wie Sascha, der spielsüchtig wurde und tausende Euro im Online-Casino verspielt hat. Bei mir drehte sich alles nur noch ums Spielen. Das heißt, den Verlust, den ich erlitten hatte, im Vortag wieder auszugleichen, weil der Gewinn ist ja nicht weit entfernt. Und du träumst halt wirklich auch von den Bildern, die du dann da siehst. Moralisches Bedenken? Nein, habe ich nicht. Jeder verdient irgendwo sein Geld, ob es jetzt mit Glücksspiel ist, ob es jetzt mit normalen 9-to-5 arbeiten gehen ist. Es ist genauso ein Beruf wie jeder andere auch. Ein Beruf wie jeder andere auch? Die Neurologin Dr. Monika Vogelgesang behandelt häufig Online-Glücksspieler. Alle Streamer sind sicher für die Gesellschaft gefährlich. Sie stellen einfach eine Verführungssituation dar, dass Leute, die dafür empfänglich sind, Glücksspiel anfangen, vermehrt spielen oder auch wieder rückfällig werden. Auch Sascha hat oft versucht, mit dem Spielen aufzuhören. Doch durch Online-Casino-Videos und verlockende Streams erlitt er immer wieder Rückfälle. Die Spielsucht ließ ihn nicht los. Auch ich habe mir das angeguckt, in Zeiten, wo ich dann kein Geld hatte zum Spielen, was mich aber unglaublich getriggert hat zu spielen. Denn dort wurde einem suggeriert, dass man mit geringem Einsatz sehr viel Geld gewinnen kann. Profiteure des Spiels sind Online-Casinos. Sie setzen 1 Milliarde Euro jährlich allein in Deutschland um. Ein Bericht der Glücksspielaufsichten der Länder zeigte 2017, es gibt mehr als 730 Casino-Angebote im Netz. Der Top-Streamer Knossi verheimlicht, in welchem Online-Casino er täglich spielt. Alle Casino-Namen sind in seinen Videos mit Farbbalken versteckt. Nur in einem Video entdecken wir für einen kleinen Moment ein Logo. Wunderino.com. Online-Casino Deutschland steht auf der Website. Wunderino vermittelt den Eindruck, aus Deutschland zu kommen und hat auf der Website ein deutsches TÜV-Siegel. Die Lizenz aus Schleswig-Holstein hat Wunderino nicht. Stattdessen finden wir auf der Seite eine andere Lizenz, die der Malta Gaming Authority. Auch als Firmensitz wird eine Adresse in Malta angegeben. Registriert ist die Firma hier. Genauso wie die anderen Glücksspielanbieter, Tipico, MyBet und Hyperino. Auffallend viele Anbieter. Warum gerade hier? Wir kontaktieren den maltesischen Journalisten Emanuel Delia. Er berichtet über organisierte Kriminalität, Korruption und auch über das Glücksspielgeschäft auf Malta. Should I directly start with the questions? Yes, of course. Why are so many online casinos in Malta? Malta is an attractive jurisdiction for casinos. It started out by the fact that you could operate from Malta and get a European license to operate in countries which do not prevent it. Malta has a tax rate for people who own Maltese companies and do not reside in Malta, which amounts to about 5% at the end of the year. Malta lockt Unternehmer mit extrem niedrigen Steuern und wurde dadurch zu einem europäischen Eldorado für Online-Casinos. Das Land profitiert von der Lizenzvergabe und den Steuereinnahmen. Denn alleine die Glücksspielindustrie trägt zu 12% der maltesischen Wirtschaftsleistung bei.
Online-Casinos kaufen in Malta Glücksspiellizenzen. Damit bieten sie ihre Dienste auch in Deutschland an. Wie Wunderino.com. Dabei ist die Rechtslage eindeutig. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist ergangen in der Sache Liga Portuguesa und das liegt jetzt schon mehrere Jahre zurück. Und seitdem ist aber wirklich klar, die Anbieter können sich nicht in Deutschland darauf berufen, dass sie beispielsweise eine Genehmigung aus Malta oder Gibraltar in der Tasche haben. Das reicht eben gerade nicht aus. Das bedeutet, Wunderino durfte seine Dienste in Deutschland nicht anbieten. Knossis Spiel auf Wunderino.com war illegal. Wir konfrontieren ihn mit den Vorwürfen. Keine Antwort. Auch Wunderino antwortet nicht auf unsere Fragen. Der Markt ist milliardenschwer. Der Großteil des illegal erwirtschafteten Geldes fließt ins Ausland. YouTuber und Streamer zeigen, wie sie im Internet um Geld spielen. Leidtragende sind tausende SpielerInnen, die die Politik mit ihrer Legalisierung des Online-Glücksspiels 2021 im Stich lasse, kritisiert Ilona Füchtenschnieder. Leider haben die anderen Länder, die ja in der Mehrheit sind, sich nicht effektiv gewehrt gegen Schleswig-Holstein. Also da, das war ein Einfallstor und man versucht jetzt dieses Modell der ganzen Bundesrepublik überzustülpen von da mit viel Lobbyenergie. Die Länder kapitulierten vor dem grenzenlosen Online-Glücksspiel. Sie wollen Lizenzen vergeben wie Schleswig-Holstein und hoffen so auf mehr Kontrolle. Die Suchtexpertin hat Zweifel. Besonders skandalös ist aus unserer Sicht, dass die bundesweite Aufsichtsbehörde ja erst viel später installiert ist. Die ganze Reihenfolge passt nicht. Auch Sascha ist gegen das neue Gesetz. Er ist den Online-Casinos zum Opfer gefallen, obwohl es sie gar nicht hätte geben dürfen. Für mich gehört Online-Glücksspiel in Deutschland noch viel, viel schärfer eingeschränkt. Da müssen viel, viel schärfere Instrumente hinter und vor allen Dingen auch dieser Selbstschutz für einen Spieler, der muss viel, viel größer werden. Harmloses Gespiele oder gefährliche Zockerei? Denkt ihr, Online-Glücksspiel sollte schärfer reguliert werden?